Guten Morgen. Es geht los. Heute hat Blumen Schule. Komm, wann ist wann eigentlich? Bis zwei. Also dröge. Gott, tut mal. Schläft gleich ein. Ja. Ja, aber dann musst du durch. Komm. Willst du heute normalerweise sind wir viel früher dran. Deine Feenmaske mitnehmen, Blumen? Sind wir gleich auf dem Weg zur Schule und dann sind wir gleich wieder hier. Die Kamera muss unbedingt mal abgedatet werden. Also ist ein guter Tipp von Marco mit dem Update. Was passiert dann? Dann ist er auf dem neuesten Stand. So, Update. Geht's dir besser oder was? Hinterher geht es der Kamera besser. Das ist jetzt der neue Trend. Neue Trend ist gut. Masken daran. Maskerade. Kleiner Olschi wollen Sie? Was müssen wir etwa über eine Straße gehen? Blumen, du wirst es nicht glauben, wir müssen über eine Straße gehen. Und wenn wir es rechtlich konform machen, müssen wir sogar über zwei gehen. Nämlich über die und über die. Du musst deine Maske aufsetzen. Omi. Sieht aus wie ein Omi mit der Rheumadecke. Ganz gemütlich. Mir ist so kalt. Die Skar, die mich gemalt hat gestern. Ja, die sieht den Teufel in dir. So lustig. Voll der rote Kopf. Oh, Lumi ist in der Schule. Jetzt geht's ab nach Hause. Und dann nimmst du Frühstück. Ja, Mama ist halt da, ja. Die ist jetzt total unglücklich hier. Ja, die fährt nicht so gern Auto. Ja, vor allem so eine Sinnlos-Touren. So. Ich bin im Laden jetzt endlich. Na, das war heute ein Tag da. Hinfahren, zurückfahren, Laden aufmachen. Frühstück, schneiden für euch. Einen schönen Monster-Vlog zusammengeballert. Der lädt gerade hoch, seit anderthalb Stunden, zwei Stunden. Und dann wieder losfahren. Zwischendurch immer kurz im Laden. Lumen wieder abholen. Und jetzt bin ich wieder hier. Jetzt haben wir hier die Tretlager-Geschichte am Start. Nee, das ist jetzt schon. Nee, warte. Das ist ja hier noch nicht fest. Die hat er ja noch nicht fest, die müssen wir ja noch festschrauben. Hier war nämlich Tretlagerschaden. Kam ja gestern noch, da schlecht gesehen, vielleicht nicht. Kam gestern auf alle Fälle. Die muss heute gemacht werden. Naja, und hier ist noch weißlich Fleisch, also das muss natürlich alles noch hingedreht werden. Ne? Kann man natürlich nicht vorher den Kugel schon aufmachen. Das geht nicht.
Muss man schon nachkontrollieren, immer nochmal. Bei dem Achim. Die Seite jetzt fest drin. Dann kontrolliere ich erstmal noch mal die andere Seite. Naja, auch noch locker. Hammer. Mein Tretlager locker einbauen geht natürlich nicht. Da wollen wir es auch ja nicht einbauen. Und jetzt ist der Anschlag. Jetzt merkt man, kommt da nicht mehr. So, haben wir. Achsmuttern, Tretlager, Achsschrauben. Zwei Kappen findest für, um die aufzudrücken, das wäre super. Ja, habe ich doch davon gerade erst gesehen. Naja, wenn nicht vorne sind, auf alle Fälle welche. Gehen wir mal gucken, was der Kollege will für Rad. Und? Ja, ist gut. Liebe Leute, Mensch. Das wird hier nicht. Das geht hier nicht voran. Hinterrad nächster 7-Gang, Schlauchwechsel. Wieder einmal. Also Bremsanker-Schelle habe ich gelöst hier. Der ist locker. Jetzt will ich die Achsmutter an. Wieder einmal. Hängen meinen Schlüssel dazwischen. Mein Maulschlüssel, damit das Rad nicht rausfällt, nehme die Kette hier runter, hänge die über das Ausfallende da oben rüber. Dann zeigt den Zug hier noch drin. Jetzt schalte ich in den, welchen Gang auch immer, kann ich mir den nicht merken. In hier, ganz nach oben, da. Was steht da? Keine Ahnung, was steht da? Sehe ich nicht. In den Gang schalte ich, in den entspanntesten Gang und löse jetzt diesen Zug, indem ich hier das hier so, mal sehen, ob ich einarmig hinkriege, mit einer Seite halte ich die Kamera, wenn das nicht so dreckig wäre immer alles. Zack, bumm, knickknack, Eiersack, raus. So. Wunderbar. Hinterrad raus, Reifen runter, einfach hittet. Ja, aber soll eine dickere Tüte sein. Weil natürlich keine Bremshebel drin sind. Bremshebel? Hm. Nee, im untersten Fach sind nur Bremshebel. Nee, da liegt auch eigentlich so eine Tüte. Ach so, okay. Nur das Schienen beherrscht das Chaos. Ja, hey, fangen wir an. Schlauchwechsel, 10 Eisen, ran.
15 Eisen, ran. Zack. Zack. Gleiches System, Nexus 7 Gang oder so ein Quack. Das ist der 8 Gang, wer wisst jetzt schon. Drin. Raus. Aushängen. Einhängen, umhängen, weghängen. Zack, rum. Echtzeit. Luft ablassen, wegwerfen, nicht drüber nachdenken. Schlauch raus, Schlauch weg. Reifen runter. Reifen check, viel zu wenig Luft gefahren, merkt man, lauter Krümel drin. Lauter Krümel, wie Sand. Checken dauert am längsten, ja, meine Dinger. Guckt euch an. Wenn es so aussieht, seid damit zu wenig Luft gefahren. Hier, die ganzen kleinen Krümel. Felgenmann-Check. Wenn da alles okay ist. Reifen nehmen. Wieder ruft damit. Eine Seite. Der Pelle. So, drauf. Rüber. Rin. Ventil wieder rein. Und wieder einbauen. Hauptstadtrad. Ja. 15 Eisen. Zack. Drin. Hallo! Kette auflegen, Zug ist eingehangen, ein bisschen weiter aufdrehen hier. Und damit. So, Bremsanker, den haben wir.
Kette ist fast optimal. Spannen nach bewährter Methode. Richtig fest. Richtig fest. Oh, Pumpe fertig. Oh, hey. Eigentlich zu viel für den Reifen, bloß der ist schon angeschlagen. Ein bisschen Druckbruch hat. Ach so, hast du schon in der Hand. Ja. Bremsanker fest. Die letzte Aktion und das war's. Anrufe fertig. Zack. Hast du nochmal hingeschmissen? Die Kopf vorbei. Zug. Next. Zu schnell, warte oder was? Es gibt kein Next. Ja, hier doch, dein Traumprojekt hier. Ach ja, stimmt. Ah, oh, das muss jetzt mal fertig werden. Die Gucke, was war denn das denn? Ich glaube nicht. Fertig machen und verkaufen. So, Kette war drauf. Wisst ihr? Licht war noch. Dynamo fehlt. Schöne kleine Miefer. Haben wir noch einen Blau, haben wir ja auch noch eins da. Mal gucken. Eine Reißzwecke hat Wo kommt die denn her? Frage ich mich auch. Was? Hallo. Wo kam die her? Ich weiß es nicht. Ich wusste nicht, was wir sowas haben. Daher. Oh. Also bei dir in der Kiste, als ich gebastelt habe, lag sie da drin. Welche Kiste? Im Laden oder wo? Im Laden in der Kiste, da lag sie in der Kiste. Du hast eine Reißzwecke aus dem Laden mitgenommen? Nach oben hier? Die dann auf dem Boden liegt, die Ona im Mund nimmt? Ja, aber ich habe die ja eigentlich weggepackt. Na, die war ja da in diesem Karton wahrscheinlich drin, den Ona dann auch noch weggeräumt hat. Die muss man eigentlich nur verprügeln. Nein, wir haben ja darüber gesprochen. Ich hab nicht drüber gesprochen. Bei mir kriegt sie jetzt Schläge. Total erschrocken, als ich das Haus und ich habe kein Bartglas, weil das ein hohes Teil war. Und ich denke, was ist denn das? Ja, komm. Nein. Komm. Nein. Komm. Aber ich hätte die Idee mit dem Hunde. Pro Nudel. Ein Schlag. Nein, das ist so laut, ohne schläft. Wie auch immer. Ich wies nur eins. Ich muss hier weg. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich hab den Star, holt mich hier raus. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, so. Was für ein Tag. Yay, wen haben wir denn hier? Johnny the Bonnie Cash. Gut, old Johnny Cash. Was soll ich dazu sagen? Was ist denn heute passiert? Ja, nichts eigentlich, wa? Habe ich nichts für euch interessant? Boah. Doch, habe ich! Genau, ich habe ein paar kleine Videos gemacht für euch extra. Mensch, der Vlog, weiß ich nicht, wird vielleicht ein bisschen öde. Fällt nicht so üppig aus, aber ansonsten haben wir ein paar schöne kleine Sachen gemacht. Ich war ziemlich spät ja auch erst im Laden, weil ich ja, wie gesagt, die typische
Schule hin und her fahren, hin und her, hin und her. Diese Schultage sind immer schwierig für mich. Und schwierig, dadurch kann ich nicht im Laden machen. Gestern konnte ich gut im Laden durchrocken. Das hat sich heute so bezahlt gemacht durch die Abholung und so. Da haben wir ganz gut dagestanden. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, dass das immer noch interessant ist für euch hier alles. Und verbleibe mit den besten Grüßen aus Berlin. Euer Tommy und Co.